Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Enkeladum zu einem neuen Part. Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst. Jetzt bleib doch mal hier stehen. Der verdammte Controller schon wieder. Ja, die Diktahöhle. Müssen wir eigentlich da durch oder können wir auch den Weg hier nehmen? Ich meine nämlich, das wäre eine Option, hier lang zu gehen. Weißt du, was mir an Route 11 gefällt? Dass sie aus zwei gleichen Zahlen besteht. Das wirkt so schön ordentlich. Ich bin nämlich selbst ein sehr ordentlicher Trainercoach, musst du wissen. Willst du wirklich einen Trainercoach herausfordern? Na, das wäre doch ein guter Start in den Part. Das reimt sich deshalb stimmt. Also, auf geht's. Na dann, ich werde mich nicht zurückhalten. Legen wir los. Ein Kampf gleich zu Beginn. Zu Beginn dieses neuen Parts. Mit einem Pokémon kommt er an. Dante. Oh nein, nicht Dante. Komm hier nicht mit Dante. Der Trainer heißt einfach Dante. Alles klar. Ja. Versuchen wir es mal mit Rankenhieb. Das ist ein Radfratz Level 21. Das kriegen wir schon irgendwie klein. Zack. Zwar nicht mit Rankenhieb, aber wir kriegen es schon irgendwie hin. Schlaf, Bruder. Na komm. Zumindest für den nächsten Pokémon was machen. Damit die gut weiter kämpfen können. So, Radfratz schläft. Oder dass Pepe weiter kämpfen kann. Weil wenn der jetzt schläft, dann kann ich ja sehr gut Säure einsetzen. Ja. Bringt vielleicht auch was. Na komm. Probieren wir es aus. Säure. Naja, gibt effektivere Attacken. Kopfnuss, wie wäre es damit? Schläft weiterhin tief und fest. Und Bart. Naja, gut. Rankenhieb, na komm. Noch ein bisschen schaffst du. Bevor das Ding wieder aufwacht. Das Ding. Es ist nur ein Radfratz und ein Radfratz Level 21. Das kriegen wir doch wohl hin. So, Pepe wurde besiegt. Dann nehmen wir doch mal Flix Designs. Ein Enton. Enton gegen Radfratz. Der Flix. Und darf hier einfach mal kämpfen. Einmal kämpfen, nicht einfach. Einfach wird's nicht. Weil Flix noch nicht sehr trainiert ist und nicht effektiv, das hätte ich eigentlich wissen müssen, aber gut. Man kann es ja mal versuchen. Den Versuch war es wert. Jetzt ist er K.O., jetzt hat er zumindest keine so starken Kopfschmerzen mehr. Ja, sowas in der Art. So, Dragon. Ein Pikachu mit dem Namen Dragon ist auch... Ist auch was Kreatives. Los, ein Donnerschock. Los, Pikachu, ein Donnerschock. Na komm, lass dich nicht besiegen. Zumindest nicht so einfach. Na komm. Ja gut. Zumindest ist das Palaran paralysiert. Donnerwelle. Ja, ich glaube, das war das, was wir im letzten Part gelernt haben. Ich würde gerade sagen, das können wir hier mal ausprobieren, aber ja gut. Ich glaube, mein Team ist immer noch wahnsinnig unterlevelt. Da müssen wir mal in das hohe Gras und ein paar Pokémon fangen. Das brauchen wir, um das Team ein bisschen zu leveln. Das ist, glaube ich, dringend notwendig. Man sieht es ja hier schon in diesem Kampf. Das blöde Radfratz. Natürlich ist die
Batterie, ja, Konsole, alle. Natürlich, was auch sonst. Der Part hat gerade eben erst begonnen. Ich bin gespannt, ob wir den Part beenden können, bevor die Batterie alle ist. Ich würde dir eher sagen nein, aber gut. Du gewinnst 2100 Pokémon oder gehst dich aus dem Kampf gegen den Trainer-Coach hervor. Den oder die Trainer-Coach. Die Trainer-Coach, das wäre schon, das ist bestimmt ganz angenehm, auf einer Trainer-Coach zu sitzen. Ja, gut. Das war schlecht, der Witz war äußerst kacke. Du bist echt stark. Jetzt habe ich gute Laune, deswegen schenke ich dir das mal. Du hast 5 Evoli-Bonbons. Evoli-Bonbons? Sowas gibt's. Mit einem Evoli-Bonbon kannst du ein Evoli dauerhaft stärker werden lassen. Wenn du auf der Suche nach Bonbons für ein bestimmtes Pokémon bist, solltest du mildest viele Exemplare davon fangen und sie an den Professor schicken. Oh, cool. Dann werden wir mal hier gleich zu den Bonbons greifen. Nein, hier nicht. Wir müssen wohl bald mal wieder was schicken. Evoli Bonbon. Das geben wir am besten Pepe. Ja. Wem sonst? Wir füttern sie mit Evoli Bonbons, bis es nicht mehr weitergeht. So, Blacky ist stärker geworden. So, nice. Dann mal ab ins hohe Gras. Ein Traumato. Stimmt, da war ja was. Dann lassen sich die Pokémon auch außerhalb des hohen Grases fangen. Na komm. Zack. Da haben wir es drin. 1, 2 und 3. Und, ah, verdammt. Hätte fast geklappt. Eine Nanabeere. Na komm, einsetzen. Zack. Und zielen. Ich sagte zielen. So. Das sah doch gut aus. 1, 2, 3. Ja, nice. Da haben wir uns ein Traumato gefangen. Doch nicht schlecht. Könnte man fast behalten. Nicht nur fast, sondern das könnte man behalten. Für Traumato wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Level, welches Level hat das? Ich kann es gerade nicht sehen. Du hast Traumato in der Pokémon-Box gelagert. Da gab es ein paar Verbesserungen für das Pokémon-Team. Ein bisschen Level. Zack. So fangen wir uns ein weiteres Traumato. Auch wenn wir kein zweites brauchen, aber hier im Pokémon Let's Go Evoli spielt das wohl eine Rolle. Wenn man mehrfach das gleiche Pokémon fängt, das gefällt mir nicht wirklich, aber ja. Wir machen es dem Level unserer Pokémon zuliebe. Traumato wurde erneut gefangen. Ja, Level Up für Evoli. Ja gut, sind eher die anderen, die hier trainiert werden müssen. Fangserie 2. Ach, sowas gibt's auch, oder was? Ein Supertrank gefunden. Ja, das kann man gebrauchen. Das ist ein Item. Das behalte ich gerne. Noch ein Traumato. Können wir Fangserie 3 machen. Alle guten Dinge sind 3. Wie man so gut sagt. Ein wildes Traumato erscheint. Ach was. Na komm. Ein Dreier haben wir noch. Oh. Jetzt gehen die Pokébälle aus. Ja, vor allem wenn ich so daneben werfe. Na, der letzte hat gefunzt. Und zack. Nice. Fangen Serie 3. Traumato wurde gefangen. Ein paar Level. Kids. Sehr nice. Weiter so. Gibt es da auch eine Belohnung für eine Fangserie? Oh, da ist noch ein Traumato.
Mal sehen, ob ich noch... Oh, ein riesiges Traumato. Mal schauen, ob ich noch Pokébälle habe. Ja, 42 normale Pokébälle. Da können wir verpulvern. Wie wir wollen. Haben wir noch genug. Nice. Traumato gefangen. Da fangen wir hier eine Menge Traumatos. Mira bekommt ein neues Level. Auch mal gut. Elf von Dragon bräuchte mal eins. Fangserie, das ist auch mal was Neues. Okay. Kämpfen wir mal gegen einen Tauboga. Zerstört das jetzt die Fangserie? Wahrscheinlich. Gut. So. Eins, zwei, drei. Und bleibt drin. Verdammt. So, haben wir dich auch mal. 1, 2, 3 und zack, drin ist es. Das dürfte Punkte für meinen Kids geben. Nein, keine Spezialpunkte. Spezialpunkte für Kids. Schade. So, gucken wir mal weiter. Ein mieses Radfratz. Frage ich mir auch. Ist die Box voll, aber gut. Es bringt ja was. Wurde mir in den Kommentaren vor ein paar Parts schon angemerkt und empfohlen. Das soll ja wirklich was bringen. Ich verstehe es nicht ganz, aber ich muss es ja nicht verstehen. Ich muss es einfach nur machen. Radfratz wurde gefangen. So, ja, aber für den Radfratz gibt es natürlich. Für den Radfratz gibt es natürlich nicht so viele Punkte. Aber ja. Ein Item. Nein, das ist ein Pikachu, das ist kein Item. Sprühdose, Super Shop, Super Schutz. Ein Traumato. Und jetzt wird's mal spannend. Ist die Fangserie damit noch immer noch erhalten oder haben wir die durch die anderen Pokémon, durch das Radfratz, durch das Tauboga verschenkt? Wäre ganz logisch, wenn man das verschenkt hätte, aber kann ja sein, wenn das jetzt Fangserie 5 ist, dann wissen wir es. So, Traumato gefangen, das bringt einige Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte. Ja. Ich muss ja ein bisschen gucken. Ja, die Fangserie ist vorbei. Schade, dass ich nicht in die Schnitz rein habe. Hier wird wirklich viel gefangen in diesem Part. Ja, ein bisschen Training. Ein Trainingspart in Art von Let's Go Evoli. Let's Go Evoli Manier. Radfratz gefangen. Ja. Okay. Mira hat gleich neues Level. Sheen. So. Hier mal links. Misst ihr uns vorbei und ist das dann schon der Weg nach Lavandia City oder müssen wir durch den Tunnel? Ich vermute, wir müssen durch den Tunnel. Die nächste Stadt ist tatsächlich Lavandia, wenn ich richtig geguckt habe. Da freue ich mich schon drauf. Oh, ein Pantimus will ich haben. Na komm, Pantimus, die fange ich mir. Zack. Das erinnert mich gerade sehr an den neuen Pokémon Let's, nicht Pokémon Let's Go Evoli Film, sondern den Pokémon Meisterdetektiv Pikachu Film. Da freue ich mich auch drauf. Den werde ich mit Freuden gucken. Nicht mit Freunden, den werde ich leider alleine gucken. Ja, ist wahrscheinlich schon so. Wird wahrscheinlich so sein. Aber mit Freuden werde ich den gucken. Aussetzer. Was bringt das genau? Keine Stärke. Ja. Ja, nee, komm, lass mal die Attacke nicht erlernen. Was willst du denn damit? Kids, ein neues Level.
Nice. Pantimos ist begabt im Minenspiel und trainiert dieses Jenozept. Es kann andere dazu verleiten, Dinge zu sehen, die gar nicht existieren. Boah, der Wahnsinn. Ich muss mal bald wieder meine Pokémon-Box leeren. Und ein Trainerkampf. Wer hätte es gedacht? Ich habe meine Pokémon mit viel Hingabe trainiert. Jetzt müssten sie kampfbereit sein. Na, das werden wir ja sehen, ob deine Pokémon kampfbereit sind. Ein Blacky gegen ein Pummeluff. Ja, es lag mir auf der Zunge, doch es kam nicht raus. Es ist mir einfach kurzerhand entfallen, wie das Pokémon hieß. Es war ein Pummeluff. Das haben wir mal schnell besiegt. Ja, Evoli ist ziemlich stark. Zu stark. Stärker als der Rest des Teams. Wir müssen das Team eigentlich mal auf einem Level halten. Da müssen wir mal aufpassen. Doppelkick. Na komm, wir können jetzt nicht alle mit der K.O.-Attacke weghauen. Ja. Das Doppelkick bin ich jetzt hier relativ wenig. Alles klar, das bringt auch nicht so viel. Dann versuchen wir es doch mal mit Sternschauer. Ja, ich will jetzt nicht mit Flankerbrand schon wieder alles beenden, aber Sternschauer bringt es ja auch ordentlich. Ja, Flankerbrand ist so ein bisschen, naja. Ist cool in der Arena, wenn man da schnell den Gegner besiegen kann, aber ja. Ist auch nicht so toll. Level 23 für Blacky. Ja, holla. Junge, da habe ich wieder Geld bekommen und 3 Pokémon und gehe siegreich aus dem Kampf gegen die Trainerin hervor. Was gibt's hier zu sehen? Durch das Tor auf diese Straße, Route 12. Ach ja, das Relaxo versperrt den Weg. Und da oben ist Lavandia City. Okay, ich weiß, wo ich bin. Das Pokémon schläft tief und fest. Ein Relaxo. Ja, okay, ist klar. Da muss ich durch den Tunnel, wohl oder übel. Ist eigentlich klar. Mir war bloß gerade nicht bewusst, an welcher Stelle im Spiel ich mich befinde. Ist mir kurz entgangen. So haben wir ein paar Pokémon im hohen Gras gefangen. Ein Radikal. Ja, jetzt wollen wir aber hier mal durch den Tunnel hindurch. Ja, vielleicht gehe ich erstmal ins Pokémon Center in Urania City. Kurz mal ab in den Tunnel. Ein bisschen Tunnelblick. Dicta Höhle. Ich bin schwer beeindruckt. Dicta sollen diesen langen Tunnel gegraben haben. Ach, ist das so? Sind es die Dicta gewesen? Ja, rauf und runter. Ein Dicta. Da fangen wir uns doch mit eins. Können wir es aus dem Boden reißen und mal gucken, wie es unten drunter aussieht. Das fragt sich ja eh jeder. Wie sieht Dicta unter der Erde aus? Wenn wir es gefangen haben, könnten wir es ja eigentlich mal überprüfen, oder? Wäre ja eigentlich machbar, oder? Oder eigentlich in die Box gelagert. Für Dicta wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Dicta bevorzugt dunkle Orte. Es hält sich meist unter der Erdoberfläche auf. Kommt aber auch oft in Höhlen zum Vorschein. War es nicht so, dass in Pokémon die erste Generation dieser Dicta-Höhle ziemlich dunkel war? Dunkel im Sinne von schwarz. War doch so, oder? Hier ist es ziemlich hell. Würde ich zumindest so behaupten, dass hier vergleichsweise hell ist. Weitere Dictas. Ja. Heiteres Pokémon fangen heute im in diesem Part, aber ja.
Wir gehen mal drumherum. Ich habe gehört, dass es irgendwo einen noch viel dunkleren Tunnel als den hier geben soll. Ach, dann kommt der vielleicht noch. Der Tunnel, wo ich in Pokémon Gelbe Edition ohne Blitz durchgegangen bin, der dann wirklich zappenduster war. Pikachu. Und genießt die Sonnenstrahlen. 3 Superbälle. Na gut, dann haben wir doch wieder ein klein wenig. Wird nicht reichen, um ein paar Pokémon zu fangen, aber ja. Ist doch schon mal was. Ah, okay. Wo sind wir jetzt? Ach so, hier gefangen? Oder? Ach so, hier ist ein Zerschneiderbusch. Den könnten wir benutzen. Ein Assistent ist hier. Das ist doch viel wichtiger als der Zerschneiderbusch. Hallo, Zwergenfee. Erinnerst dich noch an mich? Ich bin Professor Eichs Lieblingsassistent. Gut, dass ich dich treffe. Ich will dir was zeigen. Aber hier ist es ein bisschen zu hell dafür. Am besten, wir gehen dafür kurz ins Haus. Ich warte drin auf dich, Zwergenfee. Ja, ich komme nach. Den zeigen. Im Dunkeln. Na. Ah. Da bist du ja. Da zeige ich dir am besten gleich, wovon die Rede ist. Es ist mir nämlich endlich gelungen, die geheime Technik Lichtflut zu meistern. Ah, die Ersatzattacke für Blitz. Die werden wir noch gebrauchen können. Ja. Augenblick, ich dunkle eben mal den Raum ab. Bitte nicht. So, das sollte dunkel genug sein. Jetzt heißt es Konzentration. Ich werde eins mit meiner Umgebung. Einmal tief durchatmen. Und jetzt flute ich den Raum vor meinem inneren Auge mit Licht. Siehst du, jetzt sieht es hier drin wieder hell aus. Obwohl das Licht immer noch aus ist. Okay. Du fragst dich nun wahrscheinlich, wie das möglich ist. Es funktioniert so. Durch meine Konzentration kann ich die Umgebung spüren und vor meinem geistigen Auge sehen. Ah, ein Hellseher sozusagen. Oh. Ja, der war schon wieder schrecklich. Der Wortwitz. Schreckliche Wortwitze in diesem Part. Die schiere Intensität meiner Konzentration überträgt diese innere Erleuchtung auf jeden in der Nähe. Also auch auf dich. Wovon? Ja. Huch. Will mir dein Ivoli etwa sagen, dass es die geheime Technik am liebsten selber lernen würde? Ja, komm, erzähl jetzt nicht. Also, dass Ivoli die Strauchzerschneider-Technik erlernen kann, das verstehe ich, aber dass jetzt Ivoli auch noch Blitz erlernen kann, ja gut, als Blitzer vielleicht, aber wirklich. Können wir denn nicht unser Pikachu, was wir haben, was wir im Team haben, rausholen und dafür einsetzen? Wie bitte? Es hat die geheime Technik Spaltschnitt auch schon ohne weiteres erlernt. Da bin ich sprachlos. Professor Eich hatte zwar erwähnt, dass dein Ivoli kein gewöhnliches Pokémon sei, aber das übersteigt meine kühnsten Träume. Mir ist gerade ein Gedanke gekommen. Ich habe gerade kurz an Pokémon Mystery Dungeon gedacht. Kein gewöhnliches Pokémon. Professor Eich hat gesagt, dass es kein gewöhnliches Pokémon ist. Verschwörungstheorie. Ich muss das jetzt nicht erläutern, oder? Jeder, der Pokémon Mystery Dungeon gespielt hat. Der weiß, was ich meine. Kein gewöhnliches Pokémon. Ja. Das würde einiges erklären. Ich habe eine Verschwörungstheorie gegründet. Yay. Einfach faszinierend. Ich werde mein Bestes tun, um Ihnen die geheime Technik beizubringen. Verschwörungstheorien über Pokémon. Nice. Dafür muss ich zuerst den Raum wieder dunkel werden lassen. Einen Augenblick. So, es kann losgehen, Ivoli. Jetzt heißt es Konzentration.
Werde jetzt mit deiner Umgebung einmal tief durchatmen und jetzt flute den Raum vor deinem inneren Auge mit Licht. Okay, Blicky hat die geheime Technik Lichtflut erlernt. Das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Warum kann das Pikachu nicht Lichtflut erlernen? Wie in allen Vorgängergenerationen. Man konnte doch Blitz auch keinem Bisasam oder keinem Evoli beibringen. Warum? Denn Evoli ist einfach unglaublich. Ich hoffe, ihr macht fleißig Gebrauch von meiner geheimen Technik. Und vergiss nicht, geheime Techniken sind keine Attacken. Dein Partner Pokémon kann sie auch einsetzen, wenn es kampfunfähig ist. Ja, gut. Aber warum? Mithilfe der geheimen Technik Lichtflut kannst du den Felstunnel durchqueren. Weißt du, wo der ist? Gehe von Azuria City aus nach Osten. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Alles klar. Und da ist Tali. Mordeth. Sorry. Hey, Zwergfee. Hast du dir auch die geheime Technik von Professor Eis Assistenten beibringen lassen? Hey, was? Er hat sie Blackie an deiner Stelle beigebracht. Dein Partner zeigt also wie gewohnt allen, wo der Hammer hängt. Echt cool. Oh, weißt du was? Ich glaube, ich kenne einen Ort, wo die Technik ausprobieren können. Wie wär's? Soll ich dich hinbringen? Ich gehe lieber alleine hin. Oh, ach so, okay. Und du kommst ganz sicher allein zurecht. Ja, ich werde mich schon nicht verlaufen. Ach, lass uns doch zusammen hingehen, oder ja, ich bin lieber allein unterwegs. Ja, komm, Jan, lass mich doch gehen. Alles klar, dann erkläre ich dir besser den Weg. Alles klar. Geh einfach von Azuria City aus nach Osten. Dann solltest du nach einer Weile den sogenannten Felstunnel erreichen. Darin ist es stockdunkel, sage ich dir. Also dann, ich mach mich auf den Staub, aus dem Staub. Ja, ich werde schon hinfinden. Du brauchst mich nicht zu bevormunden. Diesen Strauch könnte man mit einer gezielten Schnitt aus dem Weg räumen. Möchtest du, dass dein Partner die geheime Technik Spaltschnitt einsetzt? Ja. Mach das mal, Evoli. Und da ist auch Pikachu. Ich frage mich, warum. Der ist doch hier. Der kann doch. Der läuft so neben mir her. Warum kann der denn nicht die Elektroattacke lernen? Naja. Also jetzt bin ich mal gespannt, wo es hier weitergeht. Also hier mal Spaltschnitt einsetzen. Wo kommen wir denn hier hin? Da ist eine Stadt. Mamoria City. Ah, okay. Jetzt ist der Zerschneiderbusch wieder hier. Nein, nicht. Ah, okay. Mamoria City. Warte mal. Das Mamoria City. Das ist der Vertania-Welt. Das ist die Diktahöhle. Warum sind wir jetzt hier in Mamoria City? Geht es jetzt über diesen Weg entlang oder was? Und jetzt, wenn wir hier lang gehen, wo kommen wir dann hin? Mamoria City. Weg nach Mamoria City. Ja, irgendwie schon. Blattstein. Okay. Nice. Können wir ja mal einen Blatt-Pokémon mitentwickeln. Jetzt müssen wir doch hier bald auf der Höhe des Evoli-Walds. Das Vertania-Wald sein. Super Drang. Okay. Ja, okay. Hier brauchen wir also einen Zerschneiderbusch. Spaltschnittbusch. Ja, okay. Ist ja richtig. So, und nun? Wo gehe ich jetzt hin? Bin ich in Vertania City. Wir hätten uns vielleicht doch den Weg zeigen sollen von Mordeth. Jetzt habe ich mich doch verirrt. So eine Schande.